Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch an einem meiner liebsten Häkelstücke teilhaben lassen, und zwar an diesem schönen Moseskörbchen. Vielleicht seid ihr gerade schwanger und möchtet euch die Zeit vertreiben, oder ihr sucht nach einem ultimativen Geschenk für ein Baby, dann lasst uns starten. Dieser Korb ist 24 cm hoch. Die Anzahl der Reihen könnt ihr natürlich individuell anpassen. Ihr braucht 3 Knäule von dem Jumbo Bobbiny Garn, welches 9 mm dick ist, eine dazu passende Häkelnadel, ich benutze die Nummer 12 und eine kleinere für die erste Reihe. Das Wichtigste ist natürlich der Boden. Hier gibt es verschiedene Varianten in der Dicke und Größe. Auf Etsy habt ihr eine gute Auswahl. Ich habe diesen Boden im Schwesterleinshop gekauft. Die passende Matratze dazu gibt es zum Beispiel bei Amazon. Bei der Matratze achtet darauf, dass sie wirklich die gleichen Maße hat wie der Boden. Ich verlinke euch natürlich alle Produkte in der Infobox. Ich zeige euch, wie ihr bei diesem Korb den unsichtbaren Übergang häkelt. Selbstverständlich könnt ihr auch den Übergang eurer Wahl häkeln. Bei dem unsichtbaren Übergang wandert der Verschluss jede Reihe um eine Masche nach rechts. Wenn ihr also startet, achtet darauf, dass ihr später nicht mitten im Griff endet. Wenn ihr hier am Fußteil enden wollt, dann zählt so viele Löcher nach vorne, wie euer Korb an Reihen hoch werden soll. Wir beginnen mit 13 Luftmaschen, um die Länge vom Endstück zu ermitteln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12, 13. So viele Reihen werden wir nachher in die Höhe häkeln. Dann geben wir noch ein bisschen Garn dazu, um das Ganze später zu vernähen. Nehmt euch eine kleinere Häkelnadel, entscheidet, welche Seite der Platte oben sein soll, und dann stecht ihr von unten nach oben durch ein Loch. Holt euch den Faden durch, greift jetzt hier oben den langen Arbeitsfaden und häkelt eine feste Masche. Nun ins nächste Loch, Arbeitsfaden holen und eine feste Masche häkeln. Ins nächste Loch, Arbeitsfaden holen und wieder eine feste Masche häkeln. So sieht es von dieser Seite aus. Ins nächste Loch, Arbeitsfaden holen und eine feste Masche häkeln. Ins nächste, Faden holen und wieder eine feste Masche. Und so geht es jetzt die ganze Runde herum. Es sind keine Zunahmen in diesen Rundungen nötig. Ihr häkelt jetzt einfach in jedes Loch eine feste Masche und zum Verschluss sehen wir uns hier gleich wieder. Die erste Runde ist nun schon fast geschafft. Wir nähern uns hier dem Ende. Ich bin jetzt hier bei der vorletzten Masche. Nun stecht ihr ins letzte Loch ein. Holt den langen Arbeitsfaden einmal durch und jetzt legt ihr den beiseite und greift euch das Endstück. Diese Luftmaschenkette, die müsst ihr jetzt einmal auftrennen. Also das Endstück nehmen und dieses einmal durch diese beiden Schlaufen komplett hindurchziehen. Jetzt geht ihr in eure erste Masche, die ihr gehäkelt habt, in diese querliegende hier oben, nicht in die, die aus dem Loch rauskommt, sondern in diese hier oben. Von vorne nach hinten stecht ihr hier einmal durch und holt euch den Endstückfaden hier einmal komplett durch. Dann dreht ihr euch das Ganze, dass ihr da ein bisschen besser euch das anschauen könnt. Und geht jetzt hier durch diese beiden Schlaufen, wo der Endfaden herkommt. Durch diese und durch die darunter. Da geht ihr jetzt hindurch. und fädelt euch den Endfaden auch hier komplett hindurch. Dann zieht ihr euch das alles so hin, dass es gleichmäßig aussieht. Wenn ihr an diesem Endfaden zieht, dann wird diese Masche kleiner. Und wenn ihr an dem Arbeitsfaden zieht, dann wird diese Masche hier hinter, die so da drunter liegt, kleiner. Und so zieht ihr euch jetzt alles so zurecht, dass es hier eben ein gleichmäßiges Maschenbild ergibt. So. Und dann haben wir die erste Runde auch schon komplett fertig. Lasst uns direkt mit Runde 2 starten. In dieser Runde häkeln wir nur ins hintere Maschenglied und in den querliegenden Faden dahinter. Das hier ist die ganze Masche, diese beiden Fäden. Und das hier ist das hintere Maschenglied. Dort stechen wir durch und nehmen diesen querliegenden Faden, der hier hinter liegt, den nehmen wir auch noch mit. Und wir beginnen immer in der Masche, wo das Endstück rauskommt. Also wir stechen hier ins hintere Maschenglied ein, nehmen den Faden dahinter auch noch mit. Das Endstück legen wir uns jetzt rechts beiseite, über der Häkelnadel, so. Und jetzt holen wir uns den Arbeitsfaden. Mit Arbeitsfaden meine ich immer den, der zum Knäuel führt. Holen uns hier eine Schlaufe hindurch. Wenn sich jetzt das hier nochmal ein bisschen gelöst hat, könnt ihr am Endstück nochmal ein bisschen ziehen, dass das wieder ein bisschen enger wird. Und häkeln eine feste Masche. Jetzt wieder ins hintere Maschenglied und in den querliegenden Faden dahinter. Den langen Arbeitsfaden holen und eine feste Masche häkeln. Wieder ins hintere Maschenglied und in den querliegenden dahinter. Den Faden holen und eine feste Masche häkeln. Das machen wir nun die ganze Runde herum. Und dadurch, dass wir jetzt nur ins hintere Maschenglied einstechen, kriegen wir hier so eine richtig schöne Abschlusskante. Ihr häkelt also nun die ganze Runde so weiter, immer ins hintere Maschenglied und den querliegenden Faden dahinter. Und dann sehen wir uns hier, wenn wir den unsichtbaren Übergang machen, dann sehen wir uns gleich wieder. Nun kommen wir auch schon zum runden Abschluss. Hier seht ihr einmal die vorletzte Masche, stecht dort hinein und häkelt eine feste Masche. Dann stecht in die letzte Masche ein, holt den langen Arbeitsfaden nochmal durch, legt diesen jetzt beiseite und nehmt euch das Endstück. Fädelt diese durch beide Maschen komplett hindurch. Dann stecht mit der Häkelnadel von vorne nach hinten durch die erste Masche, die ihr gehäkelt habt, greift euch das Endstück und fädelt dieses auch wieder komplett hindurch. Legt euch den Korb so, dass ihr ein bisschen besser gucken könnt. Schaut genau, wo das Endstück herkam. Durch diese beiden Maschen müsst ihr jetzt durchhäkeln. Einmal durch diese Masche hier oben und durch die da unten. Stecht von unten nach oben durch die Masche durch. Nehmt euch das Endstück und fädelt das auch hier zurück. Dann zieht ihr euch alles so hin, dass es ein gleichmäßiges Maschenbild ergibt. In Runde 3 wechsle ich jetzt auf die größere Häkelnadel, die Nummer 12. Diese Runde und alle weiteren Runden werden jetzt im Strickstil gehäkelt. Das heißt, wir stechen nicht hier oben in die Masche ein, sondern zwischen diese zwei Fäden hier drunter. Wenn ihr euch diese Masche ein bisschen nach oben schiebt, dann seht ihr diese beiden Fäden die hier laufen, diese. Da stecht ihr hindurch und guckt auf der Rückseite, dass ihr auch wirklich zwischen diesen beiden Fäden wieder rauskommt. Manchmal sticht man daneben, dann kommt man so auf dieser Seite raus. Das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich zwischen den beiden rauskommen, damit alles schön gleichmäßig wird. Und wir beginnen immer in der Masche, wo der Endfaden rauskommt. Macht euch die Masche hier so ein bisschen höher, dann seht ihr hier die beiden Fäden. Da stecht ihr durch. Von der anderen Seite kommt ihr jetzt unterhalb dieses Fadens raus. Hier in der ersten Masche sieht man nur den linken Faden. Der rechte ist quasi das Endstück. So, den legt ihr euch hier rechts beiseite, holt den Arbeitsfaden und häkelt eine feste Masche. Dann stecht ihr ins nächste ein, macht euch die Masche wieder hier so ein bisschen höher, stecht in diese hier ein, zwischen diese beiden hindurch und kontrolliert euch auf der Rückseite, ob ihr wirklich zwischen den beiden Fäden rausgekommen seid. Holt den Arbeitsfaden und häkelt eine feste Masche. Wenn ihr das macht, kontrolliert euch wirklich jedes Mal, ob ihr die Masche richtig getroffen habt, sonst wird es am Ende unregelmäßig und dann sieht es nicht so schön aus. Mit der Zeit gewöhnen sich eure Finger dann daran, dann könnt ihr das hier hinten mit eurem Zeigefinger spüren, ob ihr richtig seid, und dann braucht ihr nicht mehr gucken. Und so geht es jetzt die ganze Reihe herum. So sieht das dann aus. Und dann zeige ich euch nochmal den unsichtbaren Übergang, wie wir ihn hier machen. Ich zeige euch jetzt noch einmal den runden Abschluss und ab den nächsten Runden schafft ihr das ganz bestimmt allein. In die vorletzte Masche einstechen, Arbeitsfaden holen und feste Masche häkeln und der Endfaden, hier so sieht er aus, der wartet hier schon auf uns, in die letzte Masche einstechen, Arbeitsfaden holen, beiseite legen und Endfaden greifen, durch beide Schlaufen komplett hindurchziehen, dann in die erste Masche von hinten nach vorne einstechen, den Endfaden hier einmal komplett durchholen, dreht euch das Ganze am besten etwas und jetzt in diese Masche, wo der Endfaden rauskommt, durch diese beiden Glieder hindurchstechen und den Faden dort komplett hindurch häkeln. Alles schön in Form ziehen, damit alles gleichmäßig aussieht. Und nun werden alle weiteren Reihen gleich. Immer beginnen in der Reihe, wo der Endfaden rauskommt. Arbeitsfaden holen. Eine feste Masche häkeln. In die nächste Arbeitsfaden holen. Eine feste Masche. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das Garn zu Ende ist. Dann zeige ich euch, wie ihr ein neues Knäuel ansetzt. Ich bin jetzt in der 5. Runde angekommen. 1, 2, 3, 4, 5. Und mein Knäuel nähert sich jetzt dem Ende. Ich habe hier noch so ein kleines Stück. Und nun zeige ich euch, wie wir ein neues Garn ansetzen. Also wir häkeln unsere Masche zu Ende, dann lassen wir so ein Stückchen übrig zum Vernähen, nehmen uns das neue Garn, lassen auch wieder so ein Stück übrig zum Vernähen, stechen in die nächste Masche ein, holen uns den Faden durch vom neuen Garn . Holen jetzt den langen Arbeitsfaden, häkeln diesen durch und das war's auch schon. In die nächste Masche und jetzt geht's ganz normal weiter. Von innen seht ihr jetzt diese beiden Fäden hier. Einmal der vom Restgarn und der vom neuen. Das vernähen wir jetzt noch nicht, weil es sonst passieren kann, dass wir uns in der nächsten Runde die Fäden wieder rausstechen, wenn wir hier zwischen die Maschen stechen. Also das machen wir so in der übernächsten Runde. Um die Enden zu vernähen, hole ich hier den Kern aus dieser Schnur heraus, schneide den ab und nun ist das hier ein bisschen dünner und man kann es besser durch die Maschen ziehen. Auf der anderen Seite auch noch. Dann mache ich hier einen Knoten. Und ziehe jetzt die Enden einmal hier oben durch die Maschen entlang durch und das hier unten entlang. Dafür könnt ihr euch einfach eine Stopfnadel nehmen oder ihr nehmt euch eine Häkelnadel zum Durchziehen. Wenn ihr die Fäden gut vernäht habt, dann schneidet die Enden einfach ab. Ich habe mittlerweile die 10. Runde zur Hälfte geschafft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das zweite Knäuel ist jetzt zu Ende. Jetzt setzen wir das dritte Knäuel an. Ihr lasst wieder so ein Stückchen übrig zum Vernähen. Nehmt den neuen Faden, wieder so ein Stück übrig lassen. Stecht in die nächste Masche ein, holt den Faden vom langen Knäuel, also vom neuen, den langen Arbeitsfaden nehmen und durch beide Maschen durchhäkeln. Und so geht's weiter. Häkelt die Runde 10 noch zu Ende und in der 11. Runde wird es Zeit für die Griffe. In der 11. Runde angekommen ist es nun soweit, die Griffe zu häkeln. Messt aus, wo die Mitte des Korbes ist und geht dann senkrecht nach oben. Markiert die beiden mittleren Maschen mit einem Maschenmarkierer oder mit einem Faden, was ihr gerade so habt. Dann geht ihr von der mittleren Masche 4 nach rechts, also die zählt ihr mit. 1, 2, 3, 4. Die zählt ihr auch wieder mit. 1, 2, 3, 4. Dass ihr jetzt insgesamt hier 8 Maschen habt. Auf der anderen Seite macht ihr genau das Gleiche und dann häkelt ihr genau bis hierher. Wenn ihr die Griffe auf der anderen Seite abgesteckt habt, dann kontrolliert euch am besten, ob ihr wirklich parallel zueinander seid. Legt dafür am besten 2 Zollstöcke genau auf die markierten Stellen und schaut, ob dieser Abstand gleich diesem Abstand ist und ob ihr wirklich hier im rechten Winkel seid. Wenn ihr an der markierten Stelle angekommen seid, dann häkelt ihr jetzt 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Jetzt zählt ihr 8 Maschen weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und stecht in die 9. Masche ein. Und häkelt eine feste Masche. Den Griff könnt ihr auch ein bisschen anpassen, indem ihr mehr oder weniger Maschen häkelt. Eure Hand sollte hier gut durchpassen. Jetzt häkelt ihr einfach weiter bis zur anderen Seite. Dann häkeln wir den zweiten Griff. Auf der anderen Seite genau so. 8 Luftmaschen häkeln. Acht Maschen abzählen. Und in die 9. einstechen. Eine feste Masche häkeln. Und die Runde beenden. Die Maschenmarkierer sind jetzt auch nicht mehr nötig. Die könnt ihr rausmachen. Nun sind wir schon in der 12. und gleichzeitig vorletzten Runde angekommen. Häkelt bis zum Griff und dann werden wir den Griff schön umhäkeln. Ihr häkelt wirklich hier bis zu dieser letzten Masche. Jetzt stechen wir mit der Nadel durch den Griff durch, holen den Arbeitsfaden, ziehen diesen durch und häkeln eine feste Masche. Das macht ihr jetzt den ganzen Griff entlang und dabei zählt ihr, wie oft ihr das macht. Es wird auf jeden Fall etwas mehr sein als 8, damit wir es auf der anderen Seite gleich machen. Also, jetzt haben wir eine Masche gehäkelt. Das ist die zweite und schaut immer, dass es hier schön gleichmäßig alles aussieht, dass hier keine Lücken entstehen. Die dritte, das ist die vierte. Die fünfte. Die sechste und die siebte. Die achte und die neunte. Das war die Nummer 10, 11 und eine 12. schaffen wir auch noch. Ja, und dann stechen wir jetzt wieder hier in diese erste Masche ein. Wieder im Strickstil und häkeln eine feste Masche. Und dann geht's zur anderen Seite. Den Griff auf der anderen Seite werden wir jetzt genauso mit 12 Maschen umhäkeln. Dann stecht ihr wieder hier in die erste Masche ein, häkelt eine feste Masche und dann beendet ihr die Runde. So viel ist vom Restgarn jetzt noch übrig. Das reicht auf jeden Fall zum Vernähen. Die letzte Reihe wird in Kettmaschen gehäkelt. Ihr könnt jetzt die Variante nehmen, dass ihr durch die komplette Masche einmal durchstecht. Ich finde die Variante, wo man ins hintere Maschenglied sticht, etwas schöner für diesen Korb. Ich steche jetzt hier in diese Masche ein, wo der Endfaden rauskommt. Und zwar so rechts daneben, nur ins hintere Maschenglied. Und dann hole ich mir meinen langen Faden und ziehe den hier einmal durch. Dann steche ich in die nächste Masche, wieder nur ins hintere Maschenglied, hole den Faden durch und ziehe diesen direkt durch die Schlaufe. In die nächste Masche, Faden holen und direkt durch die Schlaufe ziehen. Nächste Masche, Faden holen und direkt durchziehen. Am Griff geht es genauso weiter. Ihr stecht also immer am Griff hier entlang ins hintere Maschenglied ein. So geht es die ganze Runde weiter, am anderen Griff genau das Gleiche. Die Kettmaschen häkeln wir bis zur letzten Masche. Hier seht ihr, das war die erste Masche, hier kommt unsere erste Kettmasche raus. Hier häkeln wir nicht nochmal rein. So, wenn wir jetzt in der letzten Masche angekommen sind, dann schneiden wir den Faden ab. Und ziehen ihn komplett durch. Nehmt jetzt eure Häkelnadel und stecht durch diese erste Kettmasche, die wir hier gehäkelt haben, einmal von vorne nach hinten durch. Zieht den Endfaden einmal durch. Und jetzt guckt ihr euch diese Masche hier an, die letzte, wo der Faden herkommt. Da geht ihr jetzt durch. Also hier oben müssen wir auf jeden Fall durch. Und durch diese Masche hier unten. Zieht den Faden durch. Und dann macht ihr euch wieder alles hübsch. Dann vernäht ihr diese beiden Fäden jetzt noch und dann seid ihr schon fertig. Ungefähr ein halbes Knäuel ist übrig geblieben. Damit wäre ich noch 2 Reihen in die Höhe gekommen. Schauen wir mal, ob die Matratze passt. Wunderbar. Ich werde jetzt noch ein Lederlabel befestigen mit so einer Buchschraube. Dieses schöne Label habe ich auf Etsy gefunden. Den Shop dazu verlinke ich euch natürlich auch in der Infobox. Ich finde, solche Label geben eurem Häkelstück am Ende noch das gewisse Etwas. So ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt bis zum Schluss durchgehalten. Verlinkt gerne die Fotos von euren fertigen Körben auf Instagram mit meinem Kanal. Ich freue mich über jedes einzelne Foto von euch. Und jetzt viel Spaß beim Nachmachen.